Lasst uns ein Spiel spielen, Leute. Ihr habt dieses Jahr, also 2020, letztes Geschäftsjahr, 2 Milliarden Dollar Gewinn gemacht. Nach Steuern. Das heißt, eure Steuern sind schon abgegangen, ihr habt alle Verbindlichkeiten bezahlt. Ihr habt 2 Milliarden Dollar mehr in der Tasche zur freien Verfügung. Ihr seid verantwortlich für Games wie Call of Duty, eine Gelddruckmaschine. Ihr seid verantwortlich für Games wie World of Warcraft, eine Gelddruckmaschine. Ihr habt Standorte auf der ganzen Welt. Ihr seid einer der größten Spieleentwickler aller Zeiten. Ihr habt dieses unglaubliche Geschäftsjahr abgeschlossen. Ihr habt mit Warzone die nächste Gelddruckmaschine über Jahre. Ihr arbeitet am nächsten Call of Duty. Was ist der Schritt, wenn ihr eure Zahlen seht? Richtig, ihr kündigt einfach ein paar Mitarbeiter. Wisst ihr, Leute, über Activision herziehen ist ja mittlerweile schon fast bei uns Content-Creatern ein Volkssport geworden. Und man muss auch ganz ehrlich dazu sagen, es ist wirklich nicht schwierig. Activision war der Auffassung, in Person vom Geschäftsführer Bobby Kotick, der sich einfach fürs letzte Jahr einen Bonus von 200 Millionen Dollar in die Tasche gesteckt hat, zu seinem normalen Gehalt für dieses unglaubliche Ergebnis von 2 Milliarden Gewinn für Activision hat er 10% in seine eigene Tasche gesteckt. Dieser junge Mann, dem wir dieses Chaos von Call of Duty seit 2 Jahren irgendwie zu verdanken haben, er ist der Auffassung gewesen, dass er aus verschiedenen Sparten aus Europa Leute kündigen muss. Während das noch nicht so tragisch alleine wäre, macht er das, während er so viel Millionen in die Tasche steckt, dass er jeden von diesen Mitarbeitern über Jahre bezahlen könnte. Er hat jetzt auch noch dafür gesorgt, ein bisschen hinter den Kulissen, ich kann euch gerne ein, zwei Links unten reinschreiben, ihr könnt auch gerne mitlesen. Er hat auch noch dafür gesorgt, dass viele Abteilungen, die Activision als Unternehmen bekleidet hat, ausradiert worden ist. Und damit, vor allen Dingen, es hat einen Grund, Activision muss sich, weil sie im Rampenlicht der Öffentlichkeit stehen, natürlich an geltendes Recht halten. Keine Dumpinglöhne, keine Massenarbeit, kein gar nichts. Das ist für so ein Unternehmen nicht einfach. Man wird von allen Seiten beleuchtet und jedes Finanzamt guckt da drauf und jeder aus der Community guckt da drauf. Was macht man also? Man lagert ganz viele Arbeitsplätze, die man hat, die lagert man irgendwo hin, wo sie keinen mehr interessieren, und stellt Subunternehmer ein. Subunternehmer, die es einen Scheißdreck interessiert, ob Alfred A. oder Bertha B. 10 Dollar die Stunde verdient, 5 Dollar die Stunde oder 1 Dollar die Stunde. Das heißt, sie haben für die Entwicklerteams, für die Live-Events 50 Mitarbeiter gekündigt. 150 Mitarbeiter haben sie in Europa alleine, nur in England getötet, wollte ich gerade sagen, gekündigt, die sich nicht um Live-Events gekümmert haben, sondern um den Sale von ganz normalen Copies. Das heißt, von den Games, die sich um den Vertrieb gekümmert haben. Und ja, die Zeit ist mittlerweile so, dass weniger CDs verkauft werden und Games an sich bei Karstadt, Saturn, Mediamarkt, sondern wir alle machen es uns bequem. Wir bestellen vor, online, digital, laden es runter, spielen es. Die CD kann nicht mehr kaputt gehen, die PlayStation 5 zum Beispiel braucht auch einfach gar kein Laufwerk dafür. Das spart ein bisschen Platz zu Hause, all diese Sachen. Es kann nie kaputt gehen, ist, finde ich, so das Höchste der Gefühle, was man dazu sagen muss. Bobby Kotick ist aber der Auffassung gewesen, das reicht noch nicht. Er hat auch im letzten Jahr 250 neue Mitarbeiter eingestellt, die für Activision mit Treyarch und Raven Software zusammen gearbeitet haben an Cold War und anderen Projekten, von denen wir jetzt erstmal gar nichts wissen. Das können irgendwelche anderen Franchises sein, das können irgendwelche anderen Games sein oder. Diese Leute haben zweimal eine Verlängerung, das ist in Europa, glaube ich, fast überall geltendes Recht, zumindest auf jeden Fall in Deutschland. Man darf als Arbeitnehmer nur zweimal erstmal verlängert werden. Ein halbes Jahr und dann musst du verlängert werden. Das mag in einzelnen Ländern anders sein, die haben das Ganze aber umschifft. Die Leute haben ein halbes Jahr einen Vertrag bekommen, haben wieder ein halbes Jahr einen Vertrag bekommen und haben dann aber keinen neuen, unbefristeten Vertrag bekommen, sondern sind rausgeschmissen worden. Und jetzt haben sie wieder 200 neue Leute eingestellt, die wieder für ein Jahr die Knechtarbeit machen. Und das sind nicht die hochbezahlten Designer, Social Media Designer, Game-Entwickler und. Das sind die Leute im Hintergrund bei Activision, genauso wie bei anderen großen Firmen, die im Prinzip den Bulk von Arbeit machen, die sich um ganz viel Sachen kümmern, um Kommunikation, Transport, Versand. Es gibt so viele Sachen, die sie da machen. Und diese Leute werden von Activision und vor allen Dingen in Person von Bobby Kotick
Jahr für Jahr ausgebeutet. Wenn man sie eigentlich verlängern müsste, werden sie rausgeschmissen. Man sorgt dafür, dass wenn man sie automatisch verlängern würde auf unbegrenzte Zeit, dass man die ja nur mit Abfindung wieder loswerden wird. Und all anderen Ressourcen, in England ein Büro, in Deutschland ein Büro, in Frankreich ein Büro, da kümmert er sich jetzt darum, dass das eben an Subunternehmer rausgegeben wird, damit diese irgendwelche Leute einstellen, die für Activision dann arbeiten, aber nicht über Activision direkt. Das mag auch steuerliche Gründe haben, vor allen Dingen ist es aber so, dass Activision jedes Mal sagen kann, wenn da die Debatte aufkommt, Mindestlöhne und all das, was wir auf der Welt haben, nein, unser Problem ist das nicht. Also das ist ja nicht unser Mitarbeiter, ja, die arbeiten vielleicht an unserem Projekt, aber da haben wir nichts von gewusst. Bobby Kotick ist ein geldgieriges Arschloch und das kann man, glaube ich, einfach so sagen und das sage ich hier jetzt auch so. Bobby Kotick hat sich 200 Millionen Dollar in die Tasche gesteckt. Und was bekommen wir als Community? Und COD ist nun mal, glaube ich, eine der größten Franchises der Welt und für Activision das absolute Zukind seit Jahren. Wir bekommen Fehler in den Games, kein Anti-Cheat-System, kein gar nichts. All diese Dinge, an denen man arbeiten könnte, ein funktionierendes Anti-Cheat-System zu implementieren, einen funktionierenden Apparat zu installieren, der sich mit ganz vielen Mitarbeitern, mehr Mitarbeitern als aktuell, um Bugs, Glitches, Hacks und sonst was kümmert, ein Apparat von Mitarbeitern, die sich qualifiziert, wenn sie es sind, nur mal ein bisschen Geld kosten, um neuen Content kümmern. All diese Sachen macht Activision mit Absicht nicht, denn jeder Cent, der bei Activision für etwas ausgegeben wird, trübt am Ende den Gewinn. Und umso höher der Gewinn ist, umso mehr bekommt Bobby Kotick in seinen Hintern geschoben. Genauso wie es Shareholder gibt und Sponsoren von Activision. Es gibt ja irgendwie viermal im Jahr zu den Quartalen immer diese Investor Calls. Es gibt genug Leute, die an den Zitzen von Activision hängen. Und umso größer der Gewinn, umso besser ist es. Deswegen haben wir Skill-Based Matchmaking, Leute. Casual Gamer werden absolut ausgesaugt. Die werden ausgesaugt. Und wir als feste OGs, als fester Bestandteil dieser Community, wir machen so viel Prozent aus, so viel Prozent von der gesamten Community. Die Leute, die kein YouTube gucken, kein Twitch gucken, die sich für Skill-Based Matchmaking nicht interessieren, die sich für Activision gar nicht interessieren, die einfach nur ein, zwei Mal abends auf der Couch auf dem riesigen Fernseher mit dem Controller spielen wollen, das ist diese Masse von Leute. Wir sind diese Masse von Leute. Und solange wir mit unserem Verhalten das Ganze auch weiterhin so unterstützen, wird es weiterhin so laufen. Die Zahlen auch dieses Jahr geben in den Ingame-Verkäufen, jetzt haben sich wieder Hunderttausende diesen Crossbow gekauft für 20 Euro oder 15 oder wo ich mir denke, warum Leute? Ihr könnt es doch nicht machen. Und dann sieht man seinen Lieblings-YouTuber, wie er vor 300.000 Leuten, bei 300.000 Aufrufe die meisten Videos haben, sich den neuen Season Pass freikauft und dann immer diese Ausreden. Ja, ich kaufe den ja nur, aber ich nehme das Geld ja wieder ein, aber trotzdem Activision ist blöd. Das ist dumm. Das ist einfach dumm. Das macht keinen Sinn. Du verdienst keinen Cent weniger, wenn du irgendein anderes Thema nimmst oder wenn du ihn zeigst, ohne es freizukaufen. Ist einfach dumm. Es ist nicht drüber nachgedacht. Und genau das Problem haben wir nun mal seit Monaten und Jahren und genauso wird es weitergehen. Skill-Based Matchmaking wird, bis ein größerer Kern sich von den Games wegentwickelt, wird weiterhin Bestandteil sein und wird weiterhin dafür sorgen, dass die Kasse bei Activision klingelt. Und es wird weiterhin so laufen, dass dort Hunderte von Mitarbeitern jährlich ausgetauscht werden, wie irgendwelche warmen Brötchen, die müssen raus, die neuen kommen in den Ofen, die müssen raus, neuen kommen in den Ofen. Und viele von euch werden jetzt bestimmt sagen, ja, aber andere Firmen machen das auch so. Das ist richtig und ich bin A, nicht der Weltverbesserer und B, ist Activision nun mal unser Hauptthema, weil wir als Community mit COD direkten Kontakt haben. Natürlich gibt es noch mehr Ungerechtigkeiten auf der Welt, aber wie kann es denn sein, dass eine Franchise, die aktuell langsam den Berg hinabstürzt, die ins bodenloseste Dunkel reinfällt, wie kann es sein, dass da ein Mann an der Macht ist, der sich so viel Geld in die eigene Tasche steckt, während die Community seit vielen, vielen Jahren vieles dafür geopfert hat. Wir opfern unsere Zeit, wir opfern unser Geld, wir machen Videos darüber, wir genießen es, wir sind eine Community, die ist manchmal ein bisschen toxisch, das mag sein, aber generell ist diese Community gut. Guckt euch mal League of Legends an, Leute, das ist eine scheiß Community, das ist richtig scheiße da. Das heißt, wir haben in den letzten Jahren alle viel investiert und hoffen und beten und währenddessen wir auch noch
Content Creator haben wie Exclusive Ace, Rifter und sonst was, die Probleme analysieren, die die Arbeit von den Game-Entwicklern machen, sitzt er auf seinem goldenen Sessel, verdient 200 Millionen Dollar letztes Jahr, nur an Boni, schert seine ganzen Shareholder und Investoren mit so viel Boni, das kann man sich gar nicht ausrechnen, und freut sich einen Keks darüber. 2 Milliarden Dollar Gewinn. Dafür, dass wir seit Jahren mehr Arbeit für die Games machen oder für die Entwickler als die Entwickler selber. Und wisst ihr was, Leute? Die ärmsten Säue sind die Entwickler um Treyarch, um Infinity Ward, um Sledgehammer. Die sitzen da, da sind passionierte Gamer bei. Tony Flame, David von der Haar. Meint ihr, David von der Haar hat noch Bock, sich diesen Scheiß anzutun? Activision entscheidet darüber, was die Entwickler wirklich mit den Games machen. Wie es auszusehen hat, wer wie viel Zeit hat, wer an was arbeitet. Die haben bindende Knebelverträge. Diese Entwickler, und das haben viele von euch schon geschrieben, Activision, ja, dann soll Treyarch sich doch von Activision trennen und einfach ein eigenes COD machen. So einfach geht das nicht, Leute. Die haben bindende Verträge und können nicht einfach sagen, Publisher weg, wir machen das jetzt selber. Spieleentwickler haben alle bindende Verträge und werden diese Verträge auch ausfüllen. Die Milliardenstrafen, die dahinter stehen würden, würden das Konto von Bobby Kotick nämlich nur noch voller machen. Das heißt, wenn ihr das nächste Mal im Shop seid von Cold War und euch überlegt, ob ihr irgendeinen scheiß Bundle für 24 Euro kauft, überlegt es euch dreimal, Leute. Ihr könnt gerne ein Like da lassen, ihr könnt gerne kommentieren, was ihr davon haltet. Ich bin raus. Haut rein.